Yoga hat mir geholfen, wieder aus dieser Krankheit und dieser schweren depressiven Phase rauszukommen. Ich fand es wirklich extrem schön aus dem Yoga Sutra, dieser eine Satz, in dem auch alles eröffnet wird. Yoga ist das zur Ruhe bringen deines Geistes. Und dann dachte ich, wow. Mein Name ist Steffi und ich möchte gerne mit meiner Geschichte anderen Leuten auf ihrem Weg helfen. Ich komme aus Eckernförde, das ist eine kleine Stadt in Schleswig-Holstein, direkt am Strand, am Meer. Ich habe mein ganzes Leben lang schon viel Sport gemacht. All diese Sachen, so, die man in der Kindheit macht, sind so Ankerpunkte auch fürs Erwachsenenleben. Ne? Aber irgendwie lesen, tanzen, bewegen, das Meer sind immer noch so die Punkte, die mir sofort Ruhe geben, wenn ich das mache. Ich möchte heute darüber reden, dass ich vor 8 Jahren an Krebs erkrankt bin. Ich möchte darüber reden, wie ich zum Yoga gekommen bin, warum ich jetzt als Yogalehrerin arbeite und wie schön Yoga ist. Dieses Potenzial vom Yoga. Ja, irgendwie kurz vor meinem 30. Geburtstag ist das herausgekommen. Ist man darauf vorbereitet, wenn man Diagnosen bekommt? Keine Ahnung. Ich war nicht darauf vorbereitet. Am Anfang, als ich die Diagnose bekommen habe, ging es mir irgendwie so neutral. Ich glaube, diese ganze lebensbedrohliche Angst habe ich ganz, ganz, ganz weit weggedrückt. Und dann wollte ich auch wirklich, dass die Krankheit so weg ist, wie so ein kleines Kind. Das ist jetzt so aus meinen Augen und dann ist es auch nicht mehr da. Ich wollte auf jeden Fall nicht dieses Stigma haben, dass ich krank bin oder als kranke Person gesehen werden. Meine Bewältigungsmechanismen, die ich gewählt habe, waren auf jeden Fall wieder Kontrolle bekommen über meinen Körper. Also ich war sehr kontrollierend mit allem. Dann habe ich mich sofort in die Arbeit gestürzt, viel Alkohol. So ein schnelles Mittel, ne, dass man alles vergisst und einfach nicht mehr darüber nachdenkt. Und ich bin darüber so, ja, einfach super depressiv geworden. Mir ging es dann irgendwann einfach richtig, richtig schlecht. Und ich konnte manchmal buchstäblich einfach nicht aufstehen. Ich konnte einfach nicht laufen. Ich konnte meine Beine, es waren Schmerzen, die ich nicht aushalten konnte. Bis dann irgendwann klar war, das ist die Psyche. Das ist einfach die Psyche, die nicht mehr kann. Und die dann schreit über den Körper und sagt, stopp, du brauchst jetzt Ruhe und kümmerst dich um dich. Wenn du nicht anfängst zuzuhören, mag sich jetzt esoterisch anhören, ist mir auch egal, aber irgendwann sagt der Körper, jetzt ist gut. Yoga kam in meinem Leben, weil ich nach der Diagnose nach etwas gesucht habe, was mich sportlich herausfordert. Und dann kam ich in ein Yoga-Studio und habe das da noch mal ausprobiert. Es gab keinen Spiegel. Ich habe noch nie Sport gemacht ohne Spiegel. Und der Lehrer hat das irgendwie so ganz gut gemacht. Er hat schon, es war schon sehr fordernd. Irgendwann hat sich dann was geöffnet und ich war empfänglich dafür, die Ruhe zuzulassen. Wie so eine Umarmung war das irgendwie so. Ja, okay, irgendwas soll hier losgelassen werden. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau was. Als ich verstanden habe, was Yoga bedeutet, ich habe wieder gefühlt, ich konnte Entscheidungen treffen. Ich habe die Wahl, wie ich leben möchte. Und dann habe ich erst verstanden, das schlichte Ziel vom Yoga ist, seine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Wenn ich keinen Krebs bekommen hätte, dann wäre ich jetzt einfach eine ganz andere Person. Und wenn ich mich jetzt anschaue, ich mag mich. Ich mag die Person, die ich jetzt gerade bin. Ich war einfach noch nie so nah bei mir und habe mich tatsächlich einfach so gut gefunden. Ich habe mein ganzes Leben lang so viel Selbstzweifel gehabt und fand mich eigentlich immer blöd und habe nie an meine Kompetenzen geglaubt oder an meine Fähigkeiten, an einfach so, wie ich bin, nicht gut gefunden. Und das kann ich jetzt. Ja, und das ist scheiße, dass es dafür diese Krankheit braucht, ja, dass es diese großen Einschnitte braucht. Und ich wünsche das jedem Menschen in seinem Leben, dass er das nicht hat. Aber manchmal ist das einfach gut tatsächlich.
dass es diese großen Sachen braucht im Leben, diese Schicksale tatsächlich, aus die man dann so, ja, wie Phönix aus der Asche hervorgeht und sagt, ja, das bin ich und darauf bin ich stolz und das ist gut. Und so wie ich bin, habe ich mich jetzt auch lieb und umarme das, umarme mich, umarme meine Krankheit, umarme das Leben, die das Jetzige, die Vergangenheit, die Zukunft. Alles ist irgendwie Teil meiner selbst. Was ich Leuten raten kann, denen es genauso ging wie mir, dass man sich so verloren fühlt mit allem. Und es kann unterschiedlicher Raison sein, Krankheit oder Traurigkeit, Einsamkeit, was auch immer das bei dir ist, vertrau dir. Alles liegt in dir. Du musst nichts im Außen suchen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, diese Stille und diese Ruhe. Und deswegen mal die Einladung, das mit Yoga zu versuchen, weil ich das für mich so gespürt habe, wie viel Kraft in dieser Stille liegen kann. Das Wichtigste, was ich für mich mitnehmen kann und auch weitergeben möchte an dich. Höre zu, lausche. Sei ganz leise und nimm das Wispern wahr. Das Bild, was man über Yoga hat, ist nun ein bisschen was anderes als das, was ich gerade gesagt habe. Viele Leute denken, sie sind nicht jung genug, sie sind nicht dünn genug, sie sind nicht flexibel genug, um Yoga zu machen. Und das ist super schade, aber es wird uns so verkauft. Ich werde oft gefragt, ob Yoga eine Religion ist. Und der andere Part ist immer, dass gesagt wird, Yoga ist ein Sport. Und ich würde sagen, beides stimmt nicht. Wenn man an Yoga denkt, ist es halt ganz oft, dass man diese Bewegungen sieht. Ja? Und Yoga ist halt viel, viel mehr als diese einzelnen Posen, als diese Asanas. Ja, das ist sozusagen ein ganz kleiner Teil, was Yoga ausmacht. Wir haben zum Beispiel die Pranayama-Techniken, die Atemtechniken, wir haben die Meditation, wir haben die Beschäftigung mit dem eigenen Geist, wir haben das Studieren, wir haben das Kümmern einfach um andere Menschen. Was bringt dich zur Ruhe? Und wenn du in diesem, was dich zur Ruhe bringt, das auch noch mit ganz viel Achtsamkeit machst in dem Moment, dann ist es Yoga. Ich möchte tatsächlich jede Person einladen, mit mir Yoga zu machen. Und mein Unterricht ist auch so gestaltet, dass jeder mitmachen kann oder jede Person. Ich möchte alle einladen, egal wie alt, welches Geschlecht, welche Hautfarbe. Ich möchte gerne für jeden eine Yoga-Richtung finden. Ich unterrichte zum Beispiel hier in diesem schönen Studio, wo wir gerade sind, in Tegel, das Yoga-Werk. Dann unterrichte ich zum Beispiel noch im Bewegungsstudio Kurs Vital in Karo. Einen weiteren Pfeiler, den ich habe in meinem Unterricht, ist das Unterrichten in der Schmerzklinik in Weißensee. Darüber hinaus auch yoga-therapeutisch biete ich Einzelstunden an. Menschen, die sich nicht trauen, ins Studio zu gehen, da kannst du auch gerne mal schauen unter yoga-mit-stephanie.de. Ich möchte einfach, dass wir diese Krankheit irgendwann nicht mehr haben, weil sie so sinnlos ist. Auch dieses Jahr plane ich wieder ein Event, Spendenklassen. Das ist ja, mach einfach eine Yogastunde und all das Geld, was ich dann einnehme, geht zu 100% an die Krebsforschung. Damit kann ich anderen Menschen helfen. Das Schöne ist, bei diesen Spendenklassen wächst es immer so ein bisschen mehr, ja, weil die Idee immer weitergetragen wird. Das Gute ist, du bekommst Yoga und musst dafür gar nichts machen. Ja, du hast einfach eine schöne Yogastunde, bezahlst dafür und dann ist es egal, wie viel du bezahlst. Und ich gebe das einfach weiter an das Deutsche Krebsforschungszentrum. Das heißt, für dich hast du eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Am Ende war diese ganze Geschichte, die Krankheit und diese Depression danach, es war richtig, richtig schlimm und es waren schlimme Jahre für mich und auch für meinen Mann. Aber wenn ich diese Krankheit nicht bekommen hätte, dann wäre ich nie zu dieser Person gekommen, die ich jetzt bin und mit der ich auch glücklich bin.